Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, in der letzten Folge mussten wir ja leider unsere Quest, ja, abbrechen. Die dürfen wir auch heute weiterführen und ich sehe gerade, wir haben auch schon wieder Post bekommen, die ich nicht anklicken kann, doch. Erfolg, lustiger Park. Glückwunsch an alle Teilbewohner zum Erreichen des Erfolgs, bla bla bla. 500 Disney Dreamlight Münzen oder wie auch immer die heißen, ich weiß es nicht mehr. Haben wir bekommen zum Einfordern. Sehr schön. Das ist cool. Das ist wirklich cool. So, jetzt müssen wir nur herausfinden. Mutter Gothel und Ursula sollen wir zuhören an der Lichtung des Vertrauens. Okay, ach, die sind schon da. Dann reisen wir mal hin. Welche Richtung? Da. Hallöchen. Hat dir die letzte Ladung Tränke gefallen? Sie funktionieren traumhaft. Ich bin sehr dankbar dafür. Das freut mich zu hören, Fischlein. Wenn es nur eine Möglichkeit gäbe, die größte Pest hier loszuwerden. Diesen aufgeblasenen, großspurigen Schwätzer. Du meinst sicher diesen unerträglichen Besserwisser. Du hast es erraten. Merlin. Man kann ja noch träumen. Bis bald, Liebes. Oh, ich habe nichts gehört. Doch, ich muss Ursula zur Rede stellen. Die ist. Wo ist sie denn? Wie kommen wir da hin? Natürlich auf der anderen Seite. Ursula, bleib mal stehen. Hallo. Oh, das rast sich wie die Pest. Du bist bei jemandem, willst ihn ansprechen und der ist sofort wieder weg. Hallo? Ursula? Da hinten habe ich noch eine Kiste gesehen. Oh, du bist es. Hervorragend. Ursula, ich habe gesehen, wo die. Wie. Ich habe gesehen, wie du mit Mutter Gothel gesprochen Ah! hast. Oh, du hast mir also nachspioniert, was? Ich hätte nicht gedacht, dass du dich so weit herablassen würdest wie dieser aufgeblasene Zauberer. Ich wette, er hat dich dazu angestiftet, nicht wahr? Merlin bat mich nachzusehen, was du und Mutter Gothel vorhaben. Ich weiß, dass du nichts Gutes im Sinn hast. Nichts Gutes? Ha! Ich bin eine vorbildliche Bürgerin, Schätzchen. Ich habe lediglich einer Nachbarin ein wenig Hilfe geleistet. Mutter Gothel brauchte etwas, um ihr Haus vor Ungeziefer freizuhalten, also bot ich ihr eine kleine Tinktur an, um das Problem in den Griff zu bekommen. Ha! Aber ich fürchte, es ist unmöglich, die wirklichen Schädlinge hier loszuwerden, wie diesen bombastischen Tugendbold Merlin. du bist mit Mutter Gothel befreundet. Naja, befreundet ist ja eigentlich mit niemandem, ne? Das kaufe ich dir nicht ab, Ursula. Na schön, sag dem Zauberer, was du willst, solange er mir nicht auf die Nerven geht. Na! Ist es jetzt schon so weit, dass man hier nicht einmal mehr Kontakte pflegen kann, ohne dass einem ruchlose Machenschaften vorgeworfen werden? Wo kommen wir nur hin? Sei ein Schatz-Gameplayerin und sag diesen aufgeblasenen Wichtigtuer, dass er uns in Ruhe lassen soll, ja? Auf keinen Fall. Wir werden dich beobachten, Ursula. Na gut, aber das kann Folgen haben. Wenn Merlin mich weiter belästigt, könnte ihm jemand etwas in den Tee tun, das ihn in einen Fliegenpilz verwandelt. Natürlich ganz Oh. auffällig. Zufällig, nicht Warum auffällig. bist du noch hier? Kusch, kusch. Berichte Merlin. Okay. Achso, Moment. Ich wollte eine Kiste mitnehmen. Genau. Ganz wichtig. Alles darf ich vergessen mitzunehmen, aber keine Dreamlight-Kisten. Sehr schön. Komm mit, Schwein. Achso, wir können es ja von hier teleportieren. Was mache ich denn hier für einen Quatsch? Wo ist Merlin überhaupt? Merlin? Der ist am Futtern. Was ist er denn jetzt hier so am Futtern am frühen Morgen? Merlin, ich habe Neuigkeiten. Du beleidigst dich. Ich muss mal Jetzt kurz mit ihm komm reden. schon, uns erwartet viel Arbeit. Ah, gut, du bist da. Ja, schön. Was ist denn hier alles drin? Vollständige Geheimnisse und Oh, Komplotte.
und Gameplayerin, hast du herausgefunden, was Ursula und Mutter Gutel planen? Die Zutaten und Fläschchen, die sie austauschen, müssen für irgendwelche Tränke sein. Aber was haben sie vor? Ursula hat mir gesagt, dass es nur ein Mittel gegen Ungeziefer an der großen Weide ist. Ha! Das halte ich für unwahrscheinlich. Mutter Gutel und sie scheinen einfach nur befreundet zu sein. Befreundet? Pappalapapp. Das glaube ich doch nie. Ursula hat keine Freunde. Sie nutzt alle aus, die sie kennt. Du hast recht, ich vertraue ihr nicht. Ich auch nicht. Wir sollten die beiden besser im Auge behalten. Aber dein kleines Gespräch mit Ursula sollte ihr vielleicht erstmal die Lust an ihren bösen Plänen genommen haben. Danke, Gameplayerin. Das Dreamlight Valley steht wieder einmal in deiner Schuld. Ich habe ein kleines Geschenk für dich vorbereitet, zum Dank für deine Hilfe. Hier, nimm ein bisschen Dreamlight als Lohn für deine Mühen. Ha, hervorragend! Okay, Dreamlight habe ich jetzt nicht bekommen, oder? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wir müssen außerdem auch noch zu Bass gehen. Stimmt, das habe ich total vergessen. Wir hatten ja die Außerirdischen alle gefunden, aber wir haben ihm anscheinend noch nicht davon berichtet. Mal kurz hier ein bisschen aus dem Weg räumen. Zack, halt, bleib stehen. Space Ranger, wir haben einen weiteren Vorfall. Dieses Mal ist es Code L5X. Eine Plastikfigur im Müll zerkleinerer? Du solltest vielleicht öfter ins Handbuch schauen. Das wäre Code I5X. Ich kann wirklich nur hoffen, dass so etwas niemals passieren wird. Code L5X bedeutet, dass sich Spielzeug an einem Ort befindet, wo es nicht sein sollte. Einige der Außerirdischen haben sich in den Häusern der Dorfbewohner versteckt. Können wir nicht einfach das Ganze überspringen? Ich will hier nicht wieder stundenlang suchen müssen. Aha, dann soll ich mich wohl auf die Suche nach ihnen machen. So ist es. Wir wollen ja nicht, dass ein Dorfbewohner mitten in der Nacht aus Versehen auf einen Außerirdischen tritt. Wir wissen nicht, in welchen Häusern sie sich heute verstecken. Deshalb empfehle ich dir, bei deinen Rundgängen durch das Dorf die Augen offen zu halten. Ja, aber ich gehe doch nie in die Häuser rein. Draußen würde ich sie ja noch sehen, aber doch nicht im Haus. Ich werde mich ebenfalls umsehen. Ich sage dir Bescheid, falls ich welche sehe. Was ist das hier eigentlich? Ach nee, das war nur ein Blatt. Ach, eine optische Täuschung. Ich dachte, da lag irgendwas drunter. Okay. Ja. Ich sag's wirklich nicht gern. Die Frage ist jetzt, bei den Bewohnern, das heißt doch eigentlich, dass sie theoretischerweise auch bei mir sein könnten, oder? Wenn ja, dann raste ich aus, weil ich habe so viele Etagen mittlerweile. Muss ich die jetzt alle durchgucken? Ich hoffe nicht. Oh Gott. 15. Wir fangen mal einfach hier oben an. Ich wollte gerade noch fragen, aber es sind die Aliens, oder? Und ja, es sind die Aliens. Einen haben wir schon gefunden. Die Frage ist, können da auch mehr als eine Figur drin sein? Ich meine, so viele Häuser haben wir ja nicht, dass das jetzt quasi bei jedem Haus einmal drin sein könnte. Ich denke allerdings auch mal, dass das mal wieder auf 3 Tage oder so aufgeteilt ist. Das würde mich jetzt schon nerven. Was haben wir denn hier? Die Haare sehen ja schlimm aus. Das ist eine Männerfrisur. Was soll ich denn noch? Aber das Halsdruck, das ist schön. Es schneit. Wie gut, dass mir Kälte nichts ausmacht. Ne? Sei gegrüßt, Nachbar. Ich glaube, den Rock habe ich schon, aber ich nehme ihn trotzdem mal mit. Das habe ich aber auf jeden Fall noch nicht. Hallo! Ich weiß, ich komme gerade so ein bisschen von meinem Ziel ab. Sei gegrüßt, Nachbar. Aber ich vergesse ja jedes Mal reinzugehen, wenn ich nicht aufnehme. Und wenn ich dann so Sachen sehe, die ich halt eben noch nicht kenne. Oh, Meerjungfrauenschuppentapete. Das ist auch nicht schlecht. Den habe ich, glaube ich, aber auch noch nicht gehabt. Sei gegrüßt, Nachbar. Freundlich, Nachbar. Mit der bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ich glaube, die hatte ich schon, aber... Die Weißen? Hallo! Ratatouille? Ich meine, ich hatte nur anderes Besteck. Ich bin mir aber nicht sicher. Da unten liegt nichts. Da liegt auch nichts. Die hatte ich auch auf jeden Fall schon. Den finde ich sehr schön, aber ich weiß nicht, ob ich den nochmal brauche. Aber den kann ich, glaube ich, bestellen.
bestellen, oder? Sei gegrüßt, Nachbar. Ich meine, den kann ich schon bestellen, aber ich nehme ihn trotzdem nochmal mit. Ich hoffe, mein Geldspeicher hält. Das kann ich auf jeden Fall bestellen. Aber hier oben ist auf jeden Fall kein... Wally, geht's dir gut? Okay. Alles gut, Wally. Dieses Dorf ist wunderschön. Ne? Wenn's denn nicht so alienverseucht wäre. Oh Gott. Okay, dann haben wir das schon mal. Moment, jetzt bin ich gerade... Achso, im Restaurant theoretischerweise könnte ja auch was sein. Keine Ahnung, warum ich da jetzt nicht als erstes geguckt habe. Das sieht mir aber nicht danach aus. Es sei denn, dass das, was jetzt so komisch geblinkt hat, ein Alien war. Aber ich glaube nicht, dass die unterm Tisch kommen. Hier sehe ich aber auch nichts. Ich meine, gut, auf der anderen Seite muss man dazu sagen, die Häuser sind wahrscheinlich einfacher zu durchsuchen als draußen, weil draußen ist einfach viel, viel mehr Platz, wo die halt eben sein könnten. Und Häuser gibt es, also gibt es schon sehr viele jetzt mittlerweile, aber ja, da ist halt nicht so viel Platz, wo die sich verstecken könnten. Und man kann halt die Häuser insgesamt abgehen. Hier ist aber nichts. Nee. Naja, gut. Es wäre auch sehr unlogisch, wenn es gerade bei ihm dann drin wäre, aber... Hi, Mini. Tut mir leid, ich habe gerade keine Zeit. Ich muss außerirdische Ausbrecher suchen. Die können aber nur am Boden liegen, oder? Die können jetzt nicht irgendwo an der Decke hängen oder so. Wobei, dann könnte ich sie wahrscheinlich auch nicht anklicken. Das wäre unlogisch. Na, Miki, ich habe dich überführt. Du hast einen geklaut. So, ich denke mal, hier wird kein zweiter sein. Aber ich gucke trotzdem vorsichtshalber nochmal nach. Okay. Wo gehe ich denn jetzt am besten hin, damit das alles so nach und nach gemacht wird? Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal runter. Sprich, Merlin wird es... Ah, da war doch was. Da war doch was bei Merlin, meine ich doch. Ich bleibe übrigens immer mal kurz stehen, dass wenn ich daran denke, ich auch den schriftlichen Guide machen kann. Dass ich... die müssen wir auch mal eben mitnehmen hier. Hallo, wieso kann ich ihn nicht ernten? Hallo? Muss ich da jetzt im speziellen Winkel stehen oder was ist los? Ja, natürlich, weil die überall hängen bleiben muss. Aha. Ich habe doch eine Mission. Ich kann mich doch jetzt nicht um sowas kümmern. Ich meine, ich freue mich jedes Mal, wenn ich eine Kiste bekomme, aber... Wir haben doch keine Zeit. Da ist sie. So, Moment. Merlin hatten wir. Das gilt ja jetzt nicht als Haus hier. Das ist ja quasi wie so ein Garten. Da war sonst nichts mehr. Achso, da können wir mal als nächstes rein. Aber man kann nicht überall betreten. Man muss genau vorne. Ah, gucke mal einer an. Eigentlich gehörst du doch hier hin. Wieso finde ich dich dann hier? Kann ich euch alle hier reinwerfen? Kann ich euch nicht einfach einsammeln? Dann habe ich schon mal 10 oder so komplett. Na gut, ich glaube, das dürfen wir nicht. So, Goofy. Dein Ernst jetzt? Ich wette mit euch, dass jetzt noch eins hier drin ist und Goofy ist jetzt hier am Schlafen. Das ist nicht dein Ernst. Hier scheint nichts drin zu sein. Das ist ja mal schön. Das wäre auch mal eine Idee, wenn man eine alte Badewanne hat und die vielleicht irgendwie draußen steht oder so, dass man da Blumen drin großzieht. Also anpflanzt, so, das wollte ich sagen. Das ist mal eine coole Idee. Da hinten haben wir hier oben nichts mehr, ne? Was habe ich denn da gerade gesehen? Nee, das war was anderes. Dann können wir direkt eins runtergehen. Da ist auch nichts mehr. Och Leute, ihr könnt doch nicht alle schlafen. Ich muss doch sammeln. Das ist das, was ich meinte. Das hatte ich... Euer Ernst.
Mindestens in einem von den Häusern war jetzt was drin. Das weiß ich 200-prozentig. Weil bisher war das immer, wenn mehrere zusammengestanden haben, dass da mindestens in einem davon was drin war. Stitch habe ich schon unterwegs gesehen. Der darf eigentlich nicht schlafen. Aber bei ihm ist natürlich nichts. Ah, Mann, das ist doch doof. Ich meine, wir haben 9 Uhr morgens. Hallo, warum schlafen die bitte? Da hinten, das ist nur ein Boot. Hast du mich jetzt erschreckt hier? Bei Vajana ist auch nichts. Das ist ja sehr übersichtlich hier. Das finde ich gut. Achso, Ursula, genau, die haben wir auch noch. Ich muss hier mal dringend wieder ein bisschen was freiräumen. Oh, da hätte ich jetzt gedacht, Ursula hätte sich eine von denen gekrallt. Aber entweder bin ich ganz doof. Oder hier ist wirklich keins. Hier hinter vielleicht? Oder, ja, da kommen wir ja nicht ran, ne? Moment. Was ist denn das? Was war das? Eine blaue Kartoffel mit einem schwachen magischen Glanz. Wenn du sie hältst, fühlt sie sich seltsam, leicht an. Okay. Ich hätte vielleicht doch mal zu Ursula gehen sollen. Aber was soll ich bei der Meereshexe? Ich mag die nicht. So, eins haben wir noch. Dahinter ist noch ein Ei, habe ich gesehen. Wie kommen wir denn da sonst noch hin? Ich glaube gar nicht, oder? Dann mache ich mir hier mal eben Weg frei. Es tut mir auch wirklich leid, dass ich hier die ganze Zeit so im Räuspern bin. Aber mein Hals ist so verschleimt. Och, ey, von allen Dorfbewohnern schläft die Hälfte, oder was? Das ist nicht euer Ernst heute. Wirklich, Disney, was soll das? Das ist eine ganz normale Zeit. Also es ist normalerweise ab 8 Uhr spätestens sollten alle wach sein. Hallo, was machen denn die Kinder, die Ferien haben und irgendwie früh aufstehen oder so? Die dürfen da gar nicht spielen oder was? Genauso wie abends um 9 Uhr auch immer so viele schlafen. Ah, da ist eine. Eine große, wunderschöne Welt. So, ich gehe mal stark davon aus, dass hier nichts mehr ist, außer ein total verzweifelter Schneemann. Okay, Olaf, alles gut bei dir? Das sah das aus, als ob der sich hier... Was? Als ob der sich hier den Kopf die ganze Zeit anhaut. Dann verliert er auch noch seine Nase. Hilfe, Hilfe. Okay, hier ist nichts mehr, außer das große Haus. Hallöchen. Bei dir waren wir lange nicht mehr drin, aber es sieht nicht so aus, als ob hier... Wieso hat die eigentlich 2 Betten, wenn wir sowieso nur eine Schwester bei uns im Dorf haben? Ich kann mich auch gar nicht so dran erinnern. Vielleicht wisst ihr das, ja? Viele fantastische Nachbarn. Haben die mit 2 in einem Zimmer gewohnt? Ich weiß es nicht mehr. Da kann ich noch hoch, ne? Weil dann hätte ich die Seite auch schon mal komplett hier. Das sieht blöd aus, so mittendrin. Da hinten ist nur die Höhle. Und noch ein Dreamlight Dings. Das weiß ich natürlich nicht. Ich glaube nicht, dass diese Höhlen auch mit einberechnet werden. Aber ich guck mal spaßeshalber nach. Da war noch ein Ei. Da ich so selten auf Eiersuche gehe, nicht zu sagen gar nicht. Ach, das war die Höhle. Ach, das war gar nicht die Eishöhle, die ich jetzt im Kopf hatte. Ja, aber hier ist natürlich auch keiner. Ich meine, die haben ja gesagt, in den Häusern. Also gehe ich davon aus, dass sowas nicht gemeint ist. So. Hier haben wir nichts mehr außer der Truhe. Sehr schön. Dann, wo gehen wir dann hin? Das haben wir alles. Hier ist gar kein Haus.
So, da fangen wir jetzt mal bei Scar an. Der tut jetzt sicher so, als ob nichts da wäre, aber wir gucken trotzdem mal. Wobei, 5 haben wir schon. Also ich denke mal nicht, dass wir noch groß welche finden werden. Aber ich gebe nicht auf, bis ich das letzte Haus wirklich durchsucht habe. Ja, wie gesagt, da oben ist nichts. Zumindest nichts, wo wir rein können. Ach, den können wir ja auch noch ernten. Stimmt ja. Den müsste ich mal eigentlich irgendwo hinstellen, wo ich dran denke, den ab... Ach so, Moment, habe ich den nicht? Ja, aber natürlich. Ich habe hier welche hingestellt. Dann habe ich den von hier vergessen. Oh. Den muss ich auf jeden Fall noch umstellen. So. Das ist noch nicht ganz das letzte Haus, aber... Ich denke mal, wie gesagt, dass wir nichts mehr finden werden, weil wir schon 5 haben. Und wenn das so ähnlich ist wie mit dem anderen Aliens, dann nehme ich an, dass wir so höchstens 5, allerhöchstens 6 kriegen können. Kann ich hier nicht noch runter? Nicht so direkt, glaube ich, ne? Dann porte ich hier nochmal eben rüber. So, und da haben wir dann ja nur noch hier die Weide. Hallo Mutter Gotel, ich muss mal eben bei dir zu Hause was nachschauen. Ja, klein, übersichtlich und leider ohne Alien. Na gut. Mutter weiß mehr. Mhm. Ist das nicht, Schatz? Ich gehe mal ein bisschen von ihr weg, sonst redet sie wieder die ganze Zeit. Ja, schade, 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 aber war mir schon klar, dass wahrscheinlich nicht mehr kommen wird. Weil, naja, das übliche nervige Bindungssystem, wie ich finde, dass man halt immer Sachen über mehrere Tage hinweg machen muss. Ich finde es sehr, sehr, sehr schade, weil man halt eben nicht weiterkommt dann und dann ich persönlich sehr frustriert bin, wenn ich dann nicht weiterkomme und nicht alles sammeln kann, sondern das über mehrere Tage machen muss und das dann teilweise auch einfach vergesse. Das kommt dann auch noch hinzu. Weil, ja, ich das für mich schon abgehakt habe, weil es zwar nur offen ist, noch nicht ganz abgeschlossen ist, aber für mich dann der Tag abgehakt ist und, ja, ich das dann einfach vergesse. Ist dann leider so. Aber wir gucken natürlich jeden Tag danach, dass wir nochmal eine Tour machen durch die ganzen Häuser und dann immer schauen, wo ist es jetzt am nächsten Tag. Wie gesagt, ich weiß leider nicht, ob das immer gleich ist oder, ja, ob das random ist im Endeffekt, wo die sind. Theoretisch kann es nicht gleich sein, weil, wie gesagt, ja, einige Leute am Schlafen sind bei mir. 4 oder 5 Leute waren jetzt am Schlafen. Da kam ich nicht ins Haus rein. Und es wäre natürlich doof, wenn dann genau in dem Haus die Aliens liegen würden. Es kann aber natürlich trotzdem sein, dass die da drin liegen. Also ich habe ja anfangs sehr großes Pech gehabt, dass Donald, glaube ich, auch, da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber Mini ständig am Schlafen war, sobald ich online war und was aufgenommen habe. Und ja, ich hoffe mal nicht, dass das jetzt auch mit den Spielzeug-Aliens so ist. Sonst drehe ich am Rad, wenn dann gerade bei denen die letzten Aliens sind und ich die nicht finde. Aber schreibt es mir doch gerne in die Kommentare, wenn ihr selber schon gesucht habt, ob ihr in der ersten Runde tatsächlich auch in den gleichen Häusern was gefunden habt oder ob ihr die vielleicht völlig woanders gefunden habt. Ich sag mal, bei euch kann ja auch sein, dass dann die 3 Leute oder 3, 4 Leute, die am Schlafen waren bei mir, dass die dann wach waren und dass ihr da drin was gefunden habt beispielsweise. Und die Sachen, die ich gefunden habe an den Orten. Oder dass ihr vielleicht komplett woanders was gefunden habt, wo ich jetzt nichts gefunden habe. Also wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare. Es würde mich echt mal interessieren, ob das tatsächlich random ist oder ob das immer so nach einem speziellen Muster geht. Ja, es tut mir leid, aber dann müssen wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dann sehen wir den Rest in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.